Herzlich willkommen zum 9. Teil unserer 12-teiligen Serie, die 12 größten Fehler im Verkaufsgespräch, im Verkaufsprozess. Heute geht es um das Thema der Beziehung oder des Beziehungsaufbaus. Warum ist das so wichtig? Die meisten Neukunden werden dich nicht kennen. Das heißt also, sie haben keine Kenntnis von dir. Sie wissen keine Fakten, sie haben keine Erfahrung zu deiner Persönlichkeit und vielleicht wissen sie auch noch nicht, was andere über dich sagen. Das Problem ist also, du bist zunächst ein Fremder und ein Fremder, der wird ganz tief in unserem Gehirn meistens auch noch als potenzieller Feind, aber zumindest im günstigsten Fall als neutral eingestuft. Und das, was sofort passiert, wenn zwei Menschen sich treffen, dass sie sich beschnuppern, nicht nur gucken, ob sie Freund oder Feind sind, sondern es wird auch sofort ein Beziehungskonto aufgebaut. So wie bei einer Bank gibt es also zwischen dir und jedem anderen Menschen, also auch zwischen uns, ein Konto. Und die Frage ist, ob auf diesem Konto etwas eingezahlt ist, ein Guthaben ist oder etwas abgehoben ist. In der Regel ist es leider so, dass die Menschen im günstigsten Fall mit dir über ein neutrales Konto in das Verkaufsgespräch gehen. Es sei denn, jemand anderes, der euch beide kennt, hat eine Empfehlung ausgesprochen, dann ist vielleicht ein wenig Guthaben schon drin, aufgrund der Meinung des Dritten. Aber noch häufiger ist es, dass die Menschen vorsichtig sind, ängstlich sind, aus der Erfahrung vielleicht negative Erfahrungen mitbringen und deshalb du vielleicht sogar mit einem Dispo startest und deshalb im Verkaufsgespräch erstmal das Beziehungskonto wieder aufbauen musst. Und deshalb gibt es dieses Kommunikationstraining, Verkaufstraining, Argumentationstraining, Rhetorik, Beziehungsaufbau. All das hat zum Ziel unter dem Strich, dass es eben nicht zuerst um das Produkt geht oder um die Lösung, über die ihr spricht, sondern als erstes prüft dein potenzieller Kunde dich, dein Unternehmen, deine Mitarbeiter auf Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdigkeit und das alles wird im Konto aufgebaut. Deshalb ist es so wichtig, dass du deinem Kunden gegenüber die Versprechen, die du gibst, auch einhältst, dass du pünktlich bist, dass du genau bist, dass du genau dich an deine Worte auch hältst, die du abgegeben hast. Der Kunde bewertet dich nach der Summe eingehaltener Versprechen. Das ist dann als Ergebnis Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Und wie sieht es auf der anderen Seite aus? Die meisten Verkäufer, die sagen, Igitt, der Kunde ruft an, ist wieder anstrengend, wieder arbeiten, muss zuhören, muss quatschen, muss aufschreiben, muss was tun. Und der beste Kunde aus der Verkäufersicht ist doch häufiger der einmalige Scharfschützenschuss, der sofort zwischen die 12, also der klassische Blattschuss des Jägers, das Wild wählt um und schon gibt's was zu essen. Nur so ist es leider nicht. Das ist leider genau das Gegenteil der Fall. So ähnlich wie beim Tiger, der 7 bis 12 Mal ansetzen muss, bis er die Antilope tatsächlich auch zu Fall gebracht hat, so ist auch im Beziehungsaufbau unwahrscheinlich, dass man einmal einen Mann oder Frau kennenlernt und dann gleich den Heiratsantrag macht. Und genauso ist es auch im Verkaufsgespräch. Es ist eine Eskalation, und ich wünsche dir eine positive Eskalation des Beziehungsaufbaus. Und das will gesteuert sein, das kostet Zeit, das kostet auch Geld und das kostet vor allen Dingen auch Einsatz und Hirnschmalz. Ein Praxisbeispiel. Die meisten Verkaufsfunnel sind deshalb auch nicht ausgerichtet auf Kunde trägt sich ein und Kunde kauft, sondern zwischen dem Closing, dem Verkauf und zwischen dem ersten Kontakt, entweder als Traffic, als User oder vielleicht als schon Lead, als qualifizierter Lead oder ein Lead mit Auftrag, der dann im Sales Funnel ist. Dazwischen sind viele, viele verschiedene Phasen funnelt und die dürfen akkurat logisch aufeinander aufgebaut sein. Die dürfen jeweils gute Leitfäden haben und natürlich auch Mitarbeiter, die zwischendurch immer wieder das Gespräch suchen, um eine Beziehung aufzubauen. Das Ergebnis also eines Kunden, der anruft, ist nicht schnell den Auftrag rauszuschicken und zu closen und was verkauft zu haben, sich hinzusetzen, den Kühlschrank aufzumachen, die Flasche auf und mit den Gläsern anzustoßen. Nein, das Ziel ist, wenn ein Kunde anruft, dass die Chance dieses eines Problems und des Produkts, was verkauft wird, genutzt wird, um eine möglichst lebenslange Beziehung zum Kunden aufzubauen. Und das geht natürlich am besten, wenn das Beziehungskonto wirklich gut gefüllt ist, wenn der Kunde sogar zu deinem Fan wird, von dir als Person, von deinem Unternehmen. Egal also, was du produzierst, handelst, vertreibst, es ist völlig egal, welche Probleme du löst. Entscheidend ist, dass du viele gut gepflegte Beziehungskonten hast. Wenn du 100.000 oder 10.000 Kundenbeziehungen hast und alle haben ein Guthaben, es ist völlig egal, was du verkaufst, denn die Menschen vertrauen dir und sie teilen dir mit, welche Probleme die haben. Das heißt, du könntest diesen theoretisch alles verkaufen, was natürlich aus Marketinggründen wenig Sinn macht.
Also setz dich heute hin und mach dir Gedanken über dein CRM, also ein Kundenpflegesystem oder Beziehungspflege-Management-System, und überlege, wie kannst du sicherstellen, in möglichst kurzer Zeit ein möglichst volles Beziehungskonto aufzubauen und es dabei auch zu halten. Wie kannst du sicherstellen, dass gute Beziehungen aufgebaut werden? Wie kannst du sicherstellen, dass du über Empfehlungen, über Dritte gleich in Kunden entsprechende Beziehungen und Gespräche reingehst, die schon ein Anfangsguthaben haben? All das sind letztendlich Chefsachen und Aufgaben, die im Marketing wie aber auch im Sales-Prozess abgebildet werden müssen. Ich wünsche dir also eine steigende Anzahl von guten Kundenbeziehungen, die nicht einmal Geschäft waren, sondern die dauerhaft in deinem System bleiben und entweder Wiederkäufer werden, Folgeumsatz generieren oder ich zumindest weiterempfehlen. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann mach gerne Gebrauch von einem kostenfreien Erstgespräch, denn unsere Berater sind darauf spezialisiert, nicht nur solche CRM zu installieren, solche Prozesse zu entwickeln, sondern mit dir auch ganzheitlich Marketing, Vertrieb, Sales, all das so aufzusetzen, dass du die Umsätze generierst, die du im Finanzplan auch postuliert hast. Dein Daniel Schäfer, und in Kürze geht's weiter mit dem 10. Teil.